So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier, heute ausnahmsweise mal frisch geduscht. Wir spielen als Isaac im Hard Mode. Okay, wir finden gleich mal BBF. Will ich das? Eigentlich will ich das nicht. Nee, komm, wir warten mal was richtig Cooles ab. Oh ja, Firemind. Cool, okay, damit starten wir. Yay, Feuertränen! Yay, die uns irgendwann selbst umbringen, weil wir verdammt nochmal... Die explodieren ja manchmal. Das ist dann ganz schön lustig. Aber bis dahin so ein bisschen Damage. Oh, Strength-Karte. Okay. Das fängt schon sehr gut an. Misstrauisch. Gut. So, erstmal kurz aus dem Weg gehen. Oder? Irgendwann mal explodieren die doch. Ich weiß auch nicht, ob das bei Kacke auch gilt oder nicht. Wir sollten vielleicht mal so ein bisschen Abstand halten. Okay, gut, alles klar. Na komm, gehen wir einfach weiter. Yay, fliegen! Ah, okay, ja, explodiert. Okay, ich sag's ja. Gut, dann ein bisschen auf Distanz. Aber die explodieren doch nur beim Aufprall, oder? Scheiße, ich weiß gar nichts mehr. Also nächste Ebene wird halt lustig beim Devil Deal dann. So, die brauchen nur einen Schuss, glücklicherweise. Und ein bisschen Feuerschaden. Gott, ist die Ebene lang. Och Gottchen. Oh ja, den oben hat es noch erwischt. Schön, und explodiert ist der Kerle. Explodiert. So, und zack. Alles klar. Oh, der ist so allein. So eingesperrt. Oh, der Arme. Aber gegen Kacke explodiert es nicht, gell? Scheiße, ich weiß es echt gar nicht. Oh, da oben. Wenn er da explodiert. Scheiße. Ah, vielleicht. Aber wir haben ja ein paar Versuche. Komm, jetzt. Hier. Ach, scheiße. Ach. Okay, ich glaube... Wir müssen da eine eigene Bombe hinschmeißen. Ja, müssen wir. So. Ah, der... Ah, doch, er brennt manchmal. Okay. Der Brandeffekt ist nicht immer garantiert. Ah, scheiße. Oh, ich wollte da runterrennen. Unfair. Ich wollte mich da so schön verstecken. So, okay. Ist schön explodiert. Wir haben kein Leben. Schön. Aber sehen Herzen. Okay, die beschützen uns ein bisschen. Genauso wie der Ball der Bandagen. Curse of the Blood. Ach nee. Ach nee. Genau das, was voll uncool ist. So, verbrennen. Und du, weiß nicht, explodier, mach irgendwas. Bloß stirb. So, tadam, tadam, tadam. Na dann freue ich mich ja echt auf einen Devil Deal mit Curse of the Blind. Scheiße. So, oh, da muss ich ein bisschen auf Distanz gehen. Nicht, dass da plötzlich so ein Bumm macht. Ja, du kannst schon Bumm machen. Ja? Ja? Oh, oh, oh nein, oh nein, oh nein, er springt ins Feuer, nein. Okay. Oh, ich laufe auch noch rein in die Typen, ne? Ich bin halt schon ein bisschen idiotisch, wenn ich Angst vor Explosionen habe. Naja, passiert. So, oh! Oh Gott. Aha, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Cool. Und da schon der Boss. Okay, cool. So, bumm. Er brennt. Die anderen Typen explodieren alle. Gut, gucken wir beim Boss einmal rein. Diddlehorn. Hi. So, die Kugel brennt auch. Voll geil. Also müssen wir sie eigentlich nur ein, zwei Mal hitten. So, bumm. Hi. Oh nein. Oh nein, er macht Trollbomben. Nein. Ja, fliege ins Feuer. Scheiße, wir haben es gerade ausexplodiert, das Feuer. So, ah! Aber praktisch. Praktisch, wenn da das Feuer liegt. So, alles klar. Hier haben wir Jesus Ju. Oh ja, sehr schön. Und Ghost Baby. Dead Cat. Nee, Black Powder. Ist okay. Dafür, dass wir nur ein Herz verloren haben. So, jetzt müssen wir noch ganz schnell in den Treasure Room. Mindestens.
Der ist doch bestimmt jetzt gleich hier rechts. Nicht. Okay. Black Powder und... Na gut. Wow. Alter, wie fliegt ihr denn? So, und hier ist... Yamhard. Mysterious Liquid. Okay. Wo ist gerade unser rotes Herz hin? Hä, wir hatten doch gerade drei Herzen. Und zwei haben wir... Ist es nachträglich durch die Strength Cup? Verschwindet es dann wieder? Ich dachte, es gibt einem immer so einen schönen gratis Devil Deal. Also war es bisher immer. Wow. Oh, scheiße. Okay. Aber Liquid und Feuer. Geil. Also voll der Statuseffekt. Run. Außer, dass hier jetzt dunkel ist. Ja, wobei, unser Feuer erhält alles. Vielleicht. So, und... Zack. Speeder. Oh Gott. Wobei. Es geht noch. Hält sich alles in Grenzen. Okay, gucken wir gleich. Ah, da ist gleich der Schatzraum. So. Stirb. Splash Damage. Plus Viecher. Plus Feuer. Plus Tod und Explosion. Warte mal, wenn es explodiert. Geil, da geht auch das Toxic-Ding. Und jetzt werden die auch noch geslowed. Alter, das ist eine richtig nice Combo. Also keine OP-Combo, aber schon eine richtig, richtig cool nice. Also wenn es explodiert, dann ist da Feuer. Plus, da ist da Feuer. Plus, eine riesen Pfütze an diesem Liquid. Das ist ja richtig nice. Und die werden durch den Sticky Friend auch noch geslowed. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. So, stirb mal. Und durch, ja, ein bisschen Damage up haben wir ja auch. Durch Jesus Juice. Speed up. Cool. Also jetzt fehlt noch so ein bisschen Luck up und nochmal ein Damage up. Oh Gott. Ah! Da! Die sind geslowed und... Alter! Richtig cool. Richtig cool. Okay, gehen wir eigentlich gleich weiter, komm. Wäre jetzt nicht so groß die Ebenen erkunden. Ah, das hätte ich eigentlich rerollen können. Das war jetzt... Oh, okay. Na, das Item war jetzt nicht so cool. Da habe ich gerade nicht ans Rerollen gedacht. So, stirb. Ja gut, Lil Lava. Die Kacke ist am Bewegen, Mann. So, genau. Genau, ja, ganz viele Explosionen. Jawohl! Jawohl! Das ist cool. Ja, Ghost Baby macht halt auch so ein bisschen was. Jetzt nicht sonderlich viel, aber ein bisschen was. So, schön. Der Shop lohnt sich eigentlich noch überhaupt nicht. Dafür aber diese Pilze. Erstmal den links kommen. Oh! Was hat uns gerade beschützt? Irgendwas hat uns gerade beschützt. Oh, es muss einfach dreimal explodieren. So hässlich. Energie. Ah, okay, können wir rerollen. Sehr schön. Zack. Explosionen. Und langsam sein. Die Schlüssel ja, die Bombe nein. Ah, und da ist auch gleich der schöne... Oh, schön, wie die durch die Giftpfütze laufen. Oh, herrlich. Das ist so schön. Ah, und durch die Lila... Na gut, Dead Bird. Nee. Piercing, ja. Nee, Cupids, doch. Ich kann den Namen nicht. Ach, durch die Lil-Lava kriegen wir halt immer... Okay, ja, eine Fliege, wenn wir Kacke kaputt machen. Und eine Bombe für zwei nehmen wir. Hui. So, bei der Kacke gilt es leider nicht. So, aber, plopp, plopp. Plopp,
glaube, oh, jetzt lohnt sich der Shop. Gut, ich glaube, dann gucken wir mal noch so rein, ne? Nachdem wir hier mit ihm fertig sind. Oh, das ist ein bisschen... Nein, durch den Piercing-Shot. Ach, kacke. Nein. Also es explodiert halt immer hinten an der Wand. Dadurch sind wir jetzt durch den Explosionsschaden eigentlich geschützt. Aber die Giftpfütze ist nicht mehr. Die ist... Ach, scheiße. Oh, ich dachte jetzt, der Piercing-Shot wäre richtig cool. Okay, das Item ist kacke. Tier ist ab, ja. Oh, nee. Da habe ich es voll vermasselt. Nein. Also, sie brennen noch, die Gegner. Sie brennen auch durch. Aber halt nicht mehr so nice. Oh, das ist gar nicht der... Oh, Das Jump-Buch. Und dann können wir es ja nochmal umändern. Book of Shadows und Revelations. Ich glaube, denn die 6 nehmen wir mit. Oder? Die 6 oder Revelations? Schwere Entscheidung. Ja, es geht halt. Ach, kacke. Jetzt sind die halt wirklich nur an der. Ah, es war so eine schöne Combo. Also, sie ist nämlich ganz komplett zerstört, aber sie ist halt schon stark angeschwächt. So, hatten wir nicht gerade noch 3 Schlüssel irgendwie? Einen haben wir für die Tür und der andere. Keine Ahnung. Mann, das wurmt mich so ein bisschen. Ganz bisschen wurmt es mich. So, ist okay. Warum haben wir jetzt auch diese nice sticky Spur da? Einer lebt noch. Ah. So, alles klar. Gehen wir trotzdem in den Shop. Weil da hat das Nachtlicht. Ja, komm. Hast du Angst vor der Dunkelheit? Okay. Aber ein echter Indianer kennt keinen Schmerz. Wir gehen trotzdem weiter. Und nehmen die 6 mit. Ja, komm, jetzt durch Double Shot ist halt auch nochmal richtig nice. Frustet. Aber vielleicht kriegen wir eh Brimstone und dann hat sich alles erledigt. So, XXL-Ebene. Ja, guck mal, für die Steinviecher ist es ganz geil. So, oh, 3 Münzen. Dankeschön. XXL-Ebene. Alles klar. Ah, und da ist schon Mom da. Oh, dann können wir vielleicht sogar in den Boss Rush. Je nachdem, was wir noch so für tolle Sachen finden. Und Schlüssel. Wir brauchen Schlüssel. Für die Gegner ist halt auch nice. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, der Indianer-Ding. Na, toll. Sackgasse. Hirne. Wow, oh. Die Tränen ja auch mitgesogen. Forgot it. Hab's vergessen. Forgot it. So, nochmal eine Münze. Ich brauch Schlüssel. Gib mir Schlüssel. Ich will ganz viele Schlüssel. Ja, keine einziger. Dankeschön. Für nichts. So, oh, guck mal, hier ist auch schön ein schöner Raum. Plus, wir kriegen Fliegen. Und 1 Geld. Und you stink. Nee, ich stink nicht. Nee. Direkt. Ah, die können ja durchlaufen. Oh, haben die auch einen Schaden gemacht? Scheiße. Ah, Wheel of Fortune. Tolle Sache. Oh, das ist schon tot. Okay. Ah, die Fliege ist wahrscheinlich hin, oder? Hab's nicht gesehen. Im Shop wird vielleicht Greed sein. Vielleicht kriegen wir auch einen Schlüssel her. So eine 50-50-Chance beim Shop gerade. Oh, da ist er. Ah! Ich bin blöd. Ich bin richtig blöd, Mann. Gib mir ein schwarzes Herz, komm bitte. Sei so nett. Scheiße. Ja. Ah, da ist ein Dings im Weg. Wer saugt denn hier an? Hä? Da droppt einfach ein Trinket?
Ist ja strange. Okay, der Tower. Ah, wir können zwei Karten. Ach so, das war das Boss-Item. Ich dachte zwei Trinkets. Aber nee, es sind nur zwei Karten. Aber was heißt nur zwei Karten? Sind eigentlich auch nice. The Tower und Wheel of. Komm mal raus. Dann halt du. Zack. Und ich guck euch an. Werdet geblendet von meinem Nachtlichtchen. Komm, komm, komm. Schön. Brav. Oh, ich will den blöden. Ich habe ja noch mein D6. Muss ich auch noch gut einsetzen. Paralyse, toll. Ach, scheiße. Und wir kriegen keinen Schlüssel. Junge. Da will es unter mir auftauchen, Mann. Okay, eine Batterie. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schön. Batterie, sehr nice. Ey, es nimmt kein Ende. Es nimmt kein verdammtes Ende. Und es gibt auch keinen Schlüssel. Doch, da ist der Boss. Woo! Explosionen! Jawohl! Okay, machen wir mal den ersten Boss kurz. Loki! Hi! Ich liebe dich. Ja, fliege mein Feuer. Genau. Und er hat ein Leben. Bitter. Aber das gibt auch ein Trinket, ne? Ah, toll. Ich glaube, das Leben ist für den Devil Deal ganz nice. So, da ist die Chance ja 100%. Junge, ich... Es ist schlimm, gell? Ich... Ein verdammter D6. Wir haben noch den... Achso, für ihn müssen wir erstmal all die anderen besiegen. Für den D6 haben wir noch zwei Treasure Rooms, eventuell einen Shop, plus Boss Monster Rush. Was machst du? Was war das denn für eine Attacke? Komm, stirb. Jo, kein Schlüssel! Selbst wenn du zu dem blöden Boss gehen willst. Gut, also Treasure Room, du kommst nicht rein. Oh, toll. Oh ja, 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 ja. Was cooles, was cooles, was cooles? Drei Münzen. Jawohl. Ich glaube, dann mache ich das Wheel of Fortune und hoffe einfach, dass da ein Schlüssel rauskommt. Oder zwei. Weiß gar nicht. Da ist noch... Nee, oder? Och, nee. Die haben ja nochmal so eine Fake... Oh, scheiße. Judgment. Der Bettler. Dann geben wir ihm doch am besten das Geld. Weil er wahrscheinlich was Sinnvolles rausdroppt. Wie ein Schlüssel. Sonst spreng ich dich. Yay. Crying makes me toot. Komm, ich spreng jetzt einfach diese blöde Maschine. Ein Key. Okay. Nein. Ja. Toxic Aura Tears. Ja. Okay. Haben wir noch ein paar Räume übrig. Plus eine Batterie. So. Toxische Aura. Oh, ist das schön mit dieser. Also sie fliegen halt scheiße langsam. Aber irgendwie ist es auch schön. So, da ist der zweite Treasure Room. Gib mir einen Key. Oh, danke. Ja! Sehr schön. Oh, okay, cool. Dann haben wir, Oh. Dann haben wir noch für entweder ein Devil Deal oder Boss Rush. Ah, jetzt kommen die hier mit dem Schlüssel noch angeschissen. Ja, ist klar. Und hier auch, toll. Okay, wir haben 2 Minuten. Schlüssel haben wir genug. Dann können wir oben einmal reingucken. Oh! Wir können Instant Mom besiegen einfach. Oh, wir können uns auch opfern. Oh, wir könnten The Lost freischalten. Scheiße. Ich glaube, für The Lost ist es... Ach, kacke.
Okay, ich glaube, Mammboss-Fight überspringen ist zu läsch. Zu kacke. Aber wir können die Bibel nutzen, um einmal da hinten in dem einen Raum mit den Truhen zu fliegen. Und dann machen wir ganz schnell, nehmen den D6 wieder mit. So, ganz schnell. Da noch das Zeug raus. Gut, dann ist der Shop gestorben. Aber wir finden hier. Oh Mann, warum ist der Shop jetzt gestorben? Oh, ich hasse es. Mann! Es hat so viele Optionen gerade in diesem blöden Gameplay-Flow. Aber ich glaube, ich will Boss Rush machen. Oder Missing Poster finden wir bestimmt mal wieder. So, wie schnell sind wir jetzt? Wir müssten Marm innerhalb von einer groben Minute kaputt hauen. Aber das kriegen wir hin. Wir haben eigentlich schon sehr nice Items. Holy Mantle, das ist natürlich das Geilste. Da will ich den Run eigentlich fertig machen. So, wir hätten jetzt die Wahl, einen Shop oder nicht Shop oder wir gehen zu Warm, komm. Nein, wir könnten nicht mal reroll, ich habe keine Batterie. Nein. Wir können nur das Last Item. Ich bin so ein Vollarsch. Nein. Es ist alles verkackt. Okay, das war der Holy Mantle. Okay, so stark sind wir irgendwie nicht. Ja gut, wir müssen mehr mit den Augen da spielen. Aber es ist die Mom, die tritt. Warte, wir haben doch den Ball of Bandages. So, wir müssen die einfach hier hinten irgendwie ins Eck locken. Wo auch unsere Effekte gelten. Hier an die Wand. Ah, komm, nochmal. So. Okay, erstmal Devil Deal. Oh, ho, ho, zwei Guppy-Items. Ja. Und den Demon-Ding nehmen wir nicht. Dann holen wir uns noch... Boss Rush haben wir noch gar nicht gemacht. Okay, dann holen wir uns noch das da. Oh. 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 Und oh. Ich muss kurz nachgucken. Isaac Pyromaniac. Isaac Lens. Lost Contact. Okay, Pyromaniac macht 5 Bomben und alle Explosionen heilen Isaac, anstatt ihm Schaden zu machen. Das wäre natürlich geil. Und Lost Contact? Nee. Das wäre, glaube ich, nur White Shot, oder? Wäre das, Oh, scheiße. Items. Ich muss kurz die Items nachgucken. Items. Activated. Passiv. Hä? Passiv. Ja, zeig doch an. Okay. So, die Linse, die Linse, die Linse, die Linse, die Linse. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Line hier? Oh Mann, es ist. Oh, wo ist diese blöde Linse? Shielded Tears. Okay, gegen Explosion immun oder Shielded Tears? Das sind beide so geile Items. Aber ich glaube sogar, wir sind mit den Shielded Tears besser dran. Ich nehme die. Oh, was? Er ist nie mal gelandet. Er war nicht mal am Boden. Ich glaube, es war... Au. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir sind nicht stark genug für den Boss Rush. Toll. Ich glaube, das haben wir voll verkackt. Ich will raus hier. Oh, Laser. Irgendwo, irgendwann, irgendwie. Da unten. Okay. Ich muss gucken, wann er Laser... Okay, er ist tot. Der ist erschöpft. So, ja, lauf durch die Spur. Ist okay. So, ich weiß gar nicht, ob seine Spur mir wehtut. Nee. So, bum, bum. Alles klar.
Und ich mache erstmal dich kaputt. Ah, wir brauchen echt nur ein bisschen Damage. Oh, was? Was hat mich getroffen? Was hat mich getroffen? Ernsthaft? So, ah ja. Shielded Tears. Das ist geil. Das ist geil. Shielded Tears sind richtig nice. Sehr mächtig. Oh, was hat mich da wieder getroffen? Es treffen mich einfach so komische Dinge. So, wer spawnt jetzt? Quick Brownie. Ja, geil. Irgendwas trifft mich einfach. Irgendwas. Ich weiß nicht mal was. So. Ah, er slowt, er slowt, er slowt. Komm, mach irgendwas mit Tränen. Ah, nee, er kommt mit seinen scheiß Sensen an, ne? Kommt nur so angeschissen mit den blöden Sensen. Wo ist dein Steckenpferd? Da. So, die nächsten Bosse. Zito, irgendwas. Oh, springt der weit. Juch. Oh, Loki. Ja, also Schaden gegen Explosionsresistenz bringt nichts mehr, wenn es eh an der Wand... Ja, da bin ich reingerannt. Habe ich gesehen. Wenn wir eh an der Wand rumlaufen. Ich hätte gern von euch mal ein Sehnenherz gedroppt. Das wäre voll nice. Ich hätte Guppys Ding mitnehmen sollen. Glaube ich. Das wäre viel cooler. Dann hätten wir jede Runde 3 Fliegen. Achso, ja, wir blocken ja seine Tränen. Wo ist er? Wo ist er, mein kleiner Loki? Da unten. Er ist ja so süß. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Wo versteckt er? Da oben. Oh mein Gott. Oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne. Und? Das Skelett? Nee, wer ist es? Doch, doch. Oh, scheiße. Okay, erst dich. Erst beide. Keine Ahnung, die sind beide kacke. Und er wollte lasern, aber wir haben ihn. Schnell genug. Kaputt gemacht. So, deine Dunkelheit macht uns keine Angst. Wir haben eine Taschenlampe. So, auch das macht uns keine Angst. Ja, der Bossrush dauert ein bisschen. Aber gut, wenn wir ihn haben... Oh, scheiße! Ah, stimmt, Bossgegner werden ja gar nicht geslowt durch die Taschenlampe. Ich wollte einmal so richtig taktisch vorgehen. Ich verkacke gerade, obwohl die Items eigentlich sehr nice sind. Aha. So, ja, du fliegst. Das ist natürlich sehr ungünstig gegen... über meinen, Gift-Tränen. Oh, der Kampf ist heftig. Aber wir haben den Missing Poster, das heißt... Eigentlich will ich nur den Boss Rush überstehen. Und dann bin ich eigentlich glücklich, wenn wir einen Sacrifice Room finden. Dann habe ich die wichtigsten Sachen eigentlich freigeschaltet. Okay, der Monstro 2 ist tot. So, oh ja, spring mal dahin, wo... Ja, in die Pfütze. So, in die Pfütze, in die Pfütze, in die Pfütze. So, wohl. So, wohl. So, jawohl. Ein Würmchen, Würmchen, ja komm. Würmchen sind entspannt. Hui! Voll wagemutig durchgerannt. So, auch, ja, du bist auch sehr entspannt. Ja, bisher waren es noch nicht so die unfairen Gegner. Oh, oh, Monstro ist ja noch gesprungen. Der ist ja noch gar nicht tot. Jetzt erst. Ups. Headless Horseman und den anderen habe ich nicht gesehen. Irgendjemand, der springt. Cage, toll. Ah! Okay, kacke, kacke, kacke. Kriegen wir die Cage schnell tot? Ja. Nein. Ah, jetzt. Okay, und noch. Dich, du Pferdchen. Komm, 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 komm. So. Stirb. Ein Engel. Und. Ach. Ach so, okay, der Knochentyp. Ha, wir blocken. Wir blocken, wir blocken, wir blocken. Wir blocken. Uff. Komm, stirb. Ah, der eine Typ ist ja richtig schnell verreckt. Alter. Mach schnell weg. Okay, Krieg. Ah, spawnt seine Bomben, ne? Dann können wir uns kurz um den Geist kümmern. Machen wir den zuerst. Ah, scheiße, er fliegt ja auch, ne? Okay, Krieg. Du zuerst.
Geist, du als nächstes. Oh, da kommt ja ein Krieg angeschissen. Na, na. Ich weiß ja nicht, wann er lasert da oben. Oh, er ist tot. Er ist tot, 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 tot. Wirklich? Er war tot. Okay. Oh, noch mehr Gegner. Ah, scheiße, Mann. So eine Scheiße. Also die Items, die sind eigentlich schon sehr cool. Aber irgendwie... Au. Irgendwie bin ich nicht so cool. Da, 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 da. Ah, ah. Ah, ah, ah. So, jetzt reicht... Es reicht aber jetzt echt mal. So, aha. Die blöde Spinne. Und nochmal ein Engel. Kann er zur Seite? Oh, der eine andere Spinne hat sich gekillt. Wo kannst du hinlasern? Die Engel haben so verdammt viele Leben. Okay, er kann sowohl gerade wie auch schräg, wie auch... Ja... die wichtigsten Richtungen abdecken. Okay, wenn ich direkt unter ihm stehe, dann will er natürlich gerade... Oh Gott, da war ja ein Stein. Ach, toll. Scheiße. Ich habe halt echt nicht gesehen, dass da gerade ein Stein im Weg war. Bitte lass es der letzte gewesen sein. Ja, Isaac's Head. Okay, und Halo of Lies. Sehr cooles Item. Jetzt müssen wir halt nur überleben, bis wir zu dem Sacrifice Room kommen. Bitte, es muss noch eingeben. Gib mir coole Pillen. Help up. Pretty Fly. Okay, bringt uns nichts. Ja, wir haben den Halo of Flies, den wir gerade durch Pretty Flies bekommen. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Alter, ist der Raum eklig. Okay, das war der Holy Mantle. Stirb! Du scheiß Auge. Hagalas Destruction. Okay, da ist noch ein Herz. Blub. Sonst wäre es ein sehr kurzes Vergnügen in der Womp gewesen. Portale. Mit Explosionen! Ah, das lebt immer noch. So, mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt. Schön. Ich hoffe, das klappt mit dem Sacrifice Room und dem Holy Mantle. Oh, hätten wir jetzt die Lil Lava, dann wäre es cool gewesen hier. Ja. Blöd gelaufen. Oh, eine Mami. Mami, Mami, Mami. Nein. Oh, scheiße. Wir können ja gar nicht fliegen. Die können uns ja eigentlich voll geil einkesseln. Mit ihrer Schleimspur. Okay. Mom. Da war sie. Mhm. Oh, das war wieder der Holy Mantle. Alter, der rettet einem so den Arsch. Aha, ganz viele Spinnen. Freut mich. Freut mich nicht. Freut mich nicht, freut mich nicht, freut mich nicht. Komm, verbrennt, verbrennt, verbrennt. Feuerschaden ist Ehrenschaden, keine Ahnung. So, stirb, 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 stirb. Jawohl. Okay. Sacrifice Room, wir suchen dich. Hier ist gar kein Ding. Hier ist... Ah, ich hasse die Augen. Die halten immer... Die werfen immer ein Auge auf uns. Voll mies. Ha, oh, 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 oh. Sacrifice. Nee, auch nicht. Blöd. Ah, Gott. Okay, das war... Au, das... Oh, nein. Oh, nein. Ganz schnell raus hier. Oh, okay. Die fliegt einfach so rum. Aha. Interessant. Wusste gar nicht, dass sie das können.
hier gegen die Regeln spielen, rollen. Ach so, wenn die ihre Kacke verlieren, dann machen die das. Hm. Gut. Alles klar, immer noch kein Sacrifice Room. Oh, Kacke, voll zurückgeworfen. Oh, voll das Massengrab. Alles, ah, da geht's noch runter. Mhm. Hä? Wohin wurden die denn gerade gesaugt? Die wurden gerade voll weggesaugt. Okay, das war nicht. Oh, das war unser Holy Mantle. Hä? Von was denn? Von was werden die denn gerade. Die wurden gerade mega weggesaugt. Durch irgendwas. Okay, nicht cool. Da ist schon der Boss. Ich glaube nicht, dass hier ein Sacrifice Room ist. Wir haben noch einen Raum oben. Gucken wir auch hier kurz rein. Eine Goldchest, toll. Ein Seelenherz wäre mir halt auch recht. Komm, Kacke, bitte. Ein Seelenherz. Bitte, ich grabe sogar eine Scheiße dafür. Oh, das explodiert doch. Ah, toll. Das ist kein Sacrifice Room. Das ist einfach nur ein normaler Stachelraum. Aber da können wir auch kurz rein. Da gibt es ja vielleicht auch ein schwarzes Herz oder so. Oder wir werden Guppy. Das wäre cool. So, mit Holy Mantle kommen wir rein. Wenn wir jetzt keinen Schaden nehmen, kommen wir auch wieder raus. Toll. Sacrifice! Naja. Gefährlich. Sogar die einfachen Gegner sind einfach gefährlich. Komm, es waren bisher so viele Sacrifice-Räume. Oh. Ach, ihr seid doch Kacke. Seid doch einfach blöd. So, ich spreng mich jetzt raus. Fertig, kein Bock mehr. Gut, dann müssen wir wohl oder übel das Ganze überstehen. Und hoffen, dass nächste Ebene da so ein schönes Räumchen ist. Ansonsten haben wir verkackt. Dann gibt es keinen Lost. Haben wir zumindest immer in den Boss Rush gemacht. Gut, wer ist es? Sister Viz. Wäre möglich, wenn sie so stehen bleiben, genau. Und ihre Laser machen. Und nicht rollen. Ich sagte nicht rollen, Mann! Okay. So, ist nur noch einer, ist nur noch einer. Da. Roll, roll, roll. Alles klar. Ja, die gehen eigentlich wirklich. Magic 8 Ball. Schaut's wieder ab und. The Chariot. Oh, ein Guppy-Item. Blöd, dass wir es nicht nehmen können, ne? Wir können uns jetzt opfern. Ah, die Items wären so schön. Tja, blöd. Aber wir könnten nochmal rein. Ich warte ja auf Dead Cat. Komm, ich will einen Dead Cat. Scheiße. Ah, Dark Bum. Aber wir hätten auch gar keine Herzen. Hm. Jetzt kommen halt die verlockenden Devil Deals. So, stirb. Irgendjemand. Stirb, stirb. Ja, Explosion. Sehr schön. So, auch ihr da hinten. Ich kann mir ja vielleicht ein Seelenherz erspielen da drin in dem tollen Räumchen. Oh, der lebt noch. Der wollte sich durchmogeln. Ja. Okay, vielleicht wird das doch nichts mit dem Seelenherz. Aber er kann mir was geben. So, ihr eher weniger. Broken Egg. Nö, nö, nö. Ich will von dir ein HP ab oder sonst irgendwas. Bomben, jawohl, nehmen wir. Komm, irgendwas Tolles. Ja. Wobei, da ist ein Health-Up eventuell dabei. Range Down, toll. Powerpill, yes! Scheiße. Da ist ein X-Stein. Wenn wir lange genug überleben. Und mit lange genug meine ich. Ach, toll! Na gut, Damage ab. Yay! Stärke. Die Items sind halt schon eigentlich richtig nice. Aber wir haben halt nur ein Herz. Und auch das ist jetzt weg. Wegen den. Ja. Fast weg. Hätten wir nicht ein tolles Item gehabt.
welches gottgleich ist. Der heilige Mantel. Seine beschützerische Art hat uns einfach gerettet. So. Hier ist kein extra. Oh, schwupp da whoop! Oh, warte, das können wir rerollen. Ah. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich will mein Holy Mantle. Alter, das hat uns jetzt so oft schon den Arsch gerettet. Wir haben ihn ja noch. Der Emperor. Ah, nee. Warte, ich gehe erstmal hier rechts rein. So. Aha, Poison Bombs. Oh, ich wusste, dass es kommen wird. Ich wusste es. Diese Drecksäcke. Nein. Ja! Ball of Tar. Der Emperor. Oh! 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 Okay. Mini-Boss. War gut. Ach scheiße, wir können die Bomben gar nicht zurückschlagen. Zurückschlagen. Weil unsere Angriffe gehen ja durch die Gegner. Aber ja, so geht's natürlich auch. Das ist natürlich sehr kritisch. Überlebt. Ey, wir wären so oft gestorben bisher. Doppellast, na toll. Aber wir haben einen sticky Pfad hinter uns, der die Typen ein bisschen slowt und uns überleben lässt. Lockdown, toll. Irgendein Eckstein? Nee. Gott, ich spiele hier echt an Messerschneide. Aha. Aha! Schön. Noch wird alles gut. Außer natürlich, das passiert. Jetzt wird's kritisch. Sterbt ihr Hände. Sterbt. Okay, kurz rein wegen dem Holy Dings. Ach komm. Es ist einfach nicht mehr lustig. Zum Glück ist die normale Klaue. Und nicht die Spezialklaue. Okay, das Auge ist weg. Das Auge ist immer so eine verdammt große Gefahr. Eckstein, Eckstein. Nö. Hi, glatte nie. Ah. 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 Ah, er braucht länger, wenn er lasert. Okay. Das war wieder mal sehr schön. Und auch hier. Schöne Sache ist kein verdammter Sacrifice Room. Die wollen einfach nicht mehr kommen danach, ne? Wir können jetzt schnell zum Boss. Ne, ich will die Karte auch. Ich will die beiden Karten aufsparen. Es ist halt richtig hässlich. Wow. 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 Ich bin ganz froh, dass Marms Tränenprojektile jetzt schön abgewehrt werden. Warte, ich probiere mal hier. Oder hier. Nee, dafür kriegt man hier schön noch ein Trinket. Es kann auch im Himmel ein Sacrifice Room geben. Okay, das war. Ich muss so machen.
bis zum Laser. Okay. Yay, Lost Baby. Yay. Schon wieder ein Gabi-Item. Wieso? Aber Yoda Shadow, warte, warte. Yoda Shadow belebt uns wieder, ne? Judas Shadow. Ah, dann zählt es halt als Dark Judas, wenn wir das alles gemacht haben. Also wenn wir jetzt Isaac machen. Falls wir ihn überhaupt schaffen. Komm, wir nehmen Judas Shadow. Können wir noch schnell... Nein, können wir nicht. Schade. Okay. Egal, wir sind dunkler Judas. Yay. Und wir haben The Polaroid. Also, auf nach oben. Und irgendwie versuchen hier Herzen zu bekommen oder sonst irgendwas. Ey, das ist so eine Scheiße. Also wir haben zumindest ein bisschen Damage. Das ist der positive Aspekt. Der negative. Wir haben sonst nichts. Aha, komm gleich angeschissen. Ah, ja, ja. Wie man es gewohnt ist. Ach, ich hätte ja noch rerollen können. Ich hatte den Würfel. Oh, yes. Alles klar. Ja, vielleicht schaffen wir den Run da auch normal. So, yeah, spektrale Tränen gegen spektrale Geister. Und das gute Pentagramm ist auch noch am Start. Hier ist schon der Boss. Oh, 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 oh. Ich will trotzdem den Sacrifice Room. Sollen wir erst Isaac besiegen? Ich glaube, Isaac ist erstmal safer, wenn wir den machen. Wir können ja zur Not immer noch raus. Also dann nach dem Kampf raus. Machen wir erst Isaac. So. Seine Tränen kommen nicht durch. Also bis auf diese eine Sache. Gut. Dann kriegen wir maximal einen Schaden im Kampf. Boah, es explodiert einfach. Scheiße, okay, da war der Schaden. Da ist der... Nee, da ist er nicht nochmal. Scheiße. Hier war er nochmal. Ah, oh, Mann. Hör auf, dieses blöde Eck zu treffen. No shit. Okay, Isaac wäre schon mal besiegt. Yay. Ja, tatsächlich, da hat es auch schon das Character Sheet zu Judas Sam geändert. Toll. Gut, suchen wir noch einen Sacrifice Room. In der Chest gibt es ja überhaupt keinen. Aber hier wäre ja noch die Möglichkeit, glaube ich. Yeah, ein Widow und das war's. Hier unten? Hier unten nur schon wieder diese Viecher, die explodieren. Die gehen mir auch auf den Sack. Die gehen mir alles auf den Sack, Mann. Alles will ich töten, Mann. Jo, okay. Wir haben es überstanden. Ohne den Holy Mantle zu beschädigen. Wir haben das Geld. Wir haben die Schlüssel. Und wir haben das Geld. Und wir haben den Mini-Boss. Woo! 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 Nope. Okay, Sackgasse. Echt heftig. Ein Seelenherz, ja. Ich habe echt die dumpfe Befürchtung, das wird nichts mit dir los. Aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Dieser verdammte Holy Mantle, dieser kleine Schlingel.
Und Yuda Shadow. Aber hauptsächlich Holy Mantle. Diese beiden Schlingel, die machen alles möglich. Guppy sein wäre jetzt auch sehr cool natürlich. So. Rechts ist noch ein Raum. Also groß ist die Ebene eigentlich irgendwie jetzt auch nicht. So. Ach scheiße, er konnte noch spawnen. So. Geisterleichen gesucht. Geisterleichen. Ghostbusters. Kein Sacrifice. Mann! Hätten wir schon in der Marm-Ebene machen sollen, alles klar. Gut, dann machen wir halt den Run normal zu Ende. Hätte ich nicht erwartet, dass das so gut. Oder dass es überhaupt funktioniert. Yay. Da freue ich mich. Kann man immer noch in der letzten Ebene den Dings einsetzen. Den Würfel nochmal. Yay! Auf als Judas in die Tiefe. So. Zack. So. Oh. Oh. Okay. Auf jeden Fall. Seraphie. Ah, toll. Und da haben wir die Leben. Alles klar. Ja, dann ist mir eh scheißegal. Heute ist das ein bisschen Damage runter. Ne, komm, alles rerollen. Scapula, Ramming Speed. Nee. Weißt du was? Vielleicht kommen wir ja noch zu Delirium. Jetzt auf einmal ist der Mut da. Ah, Bucket of Lard. So, ja, boxt euch mal gegenseitig aus dem Weg hier. So, und tot. Alles klar. Tiefer geht's. Tiefer, tiefer, tiefer. Ach ja, fliegen. Au. War ja eh nur eine Holy Mantle. Oh, das nicht. Das war gerade Dummheit. War gerade zu viel Freude auf einmal. So, eine sweet Münze. Du Fuzzi. Hä? Holy Mantle? Ah, den sieht man jetzt nicht mehr, oder was? Aber ich hoffe, wir haben ihn noch. Haben wir noch? Wieso sehe ich den blöden Holy Mantle nicht mehr? Ich bin beunruhigt. So. Ah, da lasert er ein bisschen, ja, ja. Oh Gott, der Run dauert schon wieder so ewig lang. Zack, alles klar, wir können rerollen. Und wenn das wieder scheiße ist, dann rerollen wir halt nochmal. Ja, okay, Spider Baby. Bucket of Lard. Gib daheim halt Herzen, ne? Komm, was soll's. Bisschen Speed runter. Für die Herzen ist vollkommen okay. So, oh, Sad Bomb. Okay. Haben alles. Hi, Baby. Er kann ja jetzt gar nichts machen, ne? Er kann halt echt gar nichts machen. Außer weinen. Okay, das war's. Woo! Super, haben wir was als Judas nicht freigeschalten. Okay, war halt einfach auf dem Hard Mode. Checken wir's mal kurz. Isaac haben wir es hart und Ding. Und als Judas haben wir jetzt halt einfach schon mal die zwei Sachen gemacht. Gut, dann wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Handsome Peter. Ciao.